Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Ja, Jack the Lions back in action, so wie es aussieht, ne? Okay. Wir müssen Russen mal wieder zurückerobern. Und das möglichst schnell. Und so, ne? Okay. Ja. Also wir haben eigentlich so. Ja, das Wichtigste haben wir ja so im Besitz im Prinzip. Ja. Mal schauen, ob die ganze Sache so bleibt oder was weiß ich. Aber erstmal hier Drusten zurückerobern, nicht Drusten, doch Drusten, stimmt schon. Steht sogar da. Damit wir die Quest fertig machen können. So. Ladebalken, 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 Ladebalken. Ich mag keine Ladebalken. Nur guck. Na, sehr schön. Okay, so. Hier stehen wir also mitten in Drusten wieder bei der Kirche. Hier waren wir ja schon mal. Ist nur eine Weile her. Ich hoffe, einige von euch können sich noch daran erinnern. Und die Jungs hier, naja, sind so durchschnittlich bewaffnet, wie ich das sagen kann, ja. So. Wir haben ein Problem. Also, ja. Munitionstechnisch. Sind wir nicht so auf dem aufsteigenden Ast, sondern eher auf dem. Naja. Absteigend ist noch schön ausgedrückt. Auf dem absaufenden Ast sind wir da eher unterwegs. Ich hoffe, das ändert sich gleich mal, weil sonst können wir unsere Schießgewehre als Wurfwaffen verwenden. Ich hätte mir irgendwie so. Genau, apropos Wurfwaffen. Es gibt keine Wurfmesser in dem Spiel. Ich habe zumindest noch keines gefunden. Also, wenn es welche gibt, okay. Aber ich bin jetzt der festen Meinung, dass es keine Wurfmesser gibt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ja, bin ich gespannt. Ganz gespannt. Ob es irgendwo welche finde. Weil die Wurfmesser, ja, um nicht ewig lang um den heißen Brei herumzureden. Die sind ganz cool gewesen, um Gegner eben, ja, leise auszuschalten. Das ist so Leute wie, was ich glaube, Hitman war das. Das sind ja so Wurfwaffen-Experten, die haben das mal ratzfatz erledigt. Also da wurde nicht lange gefackelt. Okay, ja. Statt immer, ja, läuft einfach weiter. Ich denke nicht, dass die uns hier töten können. Selbst wenn sie wollen. I'm on it. Moving. Roger that. Yes. So. Draufhalten. No, no, no. I find something. Er versteckt sich. Als ob es ihm was bringen wird, lol. Moving, moving. Where do we shoot? Was? Got it. Du Befehl. Du Befehl. We have company. The Grunner's men are around. I'm bored. Boring. Es ist schön, dass ihr nicht trefft, aber ich fände es noch schöner. Also, okay, gut, war mein Fail, mal wieder. Ja, aus der Hüfte schießen ist halt so ein bisschen ungeschickt. Leider. mir ist gerade vorhin eine kleine Idee gekommen, ja?
Und zwar vielleicht mache ich ein Let's Play von Warhammer, also nicht von Space Marines, sondern von Retribution oder ja, ich habe ja alle drei, also Dawn of War 2, dann das ich vergesse, wie das zweite heißt, das mit dem Chaos Scheiß. Ihr wisst, was ich meine. Und da habe ich mir gedacht, naja, könnte ich eigentlich auch mal was machen, weil das Spiel, also ich finde es halt super, wirklich, also ich so als Warhammer-Fan muss sagen, das Spiel kann schon richtig derbe Laune machen, also mir zumindest. Ich habe den ersten Teil, Dawn of War 2, habe ich mir gekauft, ja, habe ich gespielt, ja, und dachte ich mir so, ist ja ja nicht mal so einfach. habe ich lange dran rumgepimmelt, aber dann, also, weiß nicht, vor allem die Story, die Story ist so dermaßen cool im ersten, also in Dawn of War 2, die ist so dermaßen genial gewesen, über zum Schluss diese epische Schlacht, wo du so viele, entweder hast du noch deinen Standardtrupp gehabt oder hatte man noch viele weitere Einheiten befehligen könnte, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das zum Schluss so ein Hammergemetzel. Das war so richtig, ja, epic. Dann in, wie heißt der zweite Teil? Wie heißt der, also das erste Addon im Prinzip von Dawn of War 2. Mir fällt jetzt nicht, ich glaube, Chaos Rising, genau. Chaos Rising. Ja, war auch super, war. Diese Raumschiff-Mission, ja, wo man diesen, was nicht, komischen Kreuzer da erledigen musste. Also, beziehungsweise erforschen musste. Drin waren Orks und eben Tyranniden und weiß ich nicht. Und du bist halt mit deinen Leuten da rein und dachtest dir so, fuck, Alter, was sind das viele? Nein! Ja, das sind einfach so die Highlights von dem Spiel, ja. Es ist unglaublich fesselnd und so hübsche Grafik und jetzt kurz mal hier zu Jack Reins zurück. Ein kleiner Special-Trick von mir. Und zwar reinlaufen, Messer raus und niederstechen. So, Metal kann das ja. okay. So. Um weiter über Warhammer zu philosophieren. Tolles Spiel. Und ja. Okay, Chaos Rising. Chaos Rising hatte ich relativ schnell durch. Ich glaube, ich weiß nicht. Das habe ich in 2 Tagen. Also. Ja, doch, 2 Tagen mit circa, weiß nicht, jeweils 5-6 Spielstunden oder so. Also so rechnen wir insgesamt 12 Spielstunden. Dann ich das, glaube ich, durch. Weil es ja doch relativ umfangreich ist, ja. Weil man hat immer Missionen zur Auswahl und hast den nicht gesehen. Ja, das ist schon nicht so einfach. Aber war trotzdem cool. Hat Spaß gemacht, ich glaube, der Endkampf, ja, das war diesen, was nicht, über dem und diesen fetten Dämon Uriel oder wie der geheißen hat. Fuck, war das schwer. Was ich da zusammengeflucht habe, ja, boah, war das scheiße. Ich glaube, man hatte so Panzer und so und eben sein Trupp und dieser Dämon, der war so scheiße. Aber dann, wo man besiegt hatte, da fühlte man sich richtig so, yeah! Ne? So. Hm? Und dann eben auch das Story-Ende, das war so, oh mein Gott, ich will den nächsten Teil spielen, weil ich wissen, wie die Story weitergeht. Und
Das war halt, also hatte halt sehr große Suchtpotenzial. Ja, das war schon geil, richtig geil. Und ja, Retribution. Und zwar in Retribution. Gut, das war jetzt nichts Neues, aber man konnte eben, man hatte eben mehr Völker zur Auswahl. Ja, die Missionen an und für sich waren immer dieselben. Nur mit einem anderen Volk und die einen konnten halt das besser, die anderen konnten das besser. Ja, oh, und was noch ganz wichtig ist, das Spiel hat ein Talentsystem. Und zwar für deine eben Protagonisten bzw. Helden, du hattest immer 5 oder 6 zur Auswahl dann zum Schluss. Die haben eben auch so Level-Ups bekommen und Ira schießt mal wieder irgendwo hin. Oh, Vibe. Unglaublich. Guckt euch diesen Bug an. Zum Kotzen. Ja. Ja. Scheiße, war das knapp. Naja. Naja, haben wir auch schon besseres gesehen. So ist. Okay, ja, das Talentsystem. Das Talentsystem von Dawn of War war auch super. Beziehungsweise man konnte halt immer so Extras freischalten für jede Fähigkeit, also verschiedene, was nicht, Angriff, Verteidigung, Lebensenergie und Willenskraft oder so. Und da gab es halt für in jedem, ja, in jeder Rubrik gab es eben so Specials zum Freischalten. Und da war der Held, ja, also der im Prinzip den Spieler verkörpert, ja. Also der war der mit zum Energiehammer, mit 2 Schutzschilden und weiß nicht. War der schon ziemlich imber, ja. Der hat da mal alles weggekloppt. Und genau, das hat ja ein großes Rollenspielelement im Warhammer. Was so genial war, das waren ja die Ausrüstungsgegenstände. Ja, und jeder, also man auf dem Schlachtfeld, ja, wenn man einen Gegner getötet hat, egal ob kleine oder Bossgegner, ja, dann ist immer so Items gedroppt. Ja, grün, blau und Epic. Und natürlich waren die Epics halt die begehrenswertesten Stücke, ist ja klar. Aber verschiedene, also abgesehen von ganz unterschiedlichen Waffen, konnte man verschiedene Rüstungen freischalten. Ja, dann hat sich das Ganze angepasst. Ja, wenn du gesagt hast, ja, jetzt haben wir hier die Terminatorenrüstung, ja, dann hast du die deinem Truppen gegeben. Ja, und dann hattest du Terminatoren, ja, und wow, wer Terminatoren kennt, ja, die Jungs, die fragen nicht, ja, die schießen zuerst. Also, war richtig genial und es gab ja so an für sich kein Basisbau oder so, ja, das war ja so, okay, rein da, das war ja Basis, also was können wir das vergleichen mit World in Conflict im Prinzip, ja, also Einheiten konnten nachproduziert werden, zwar nur sehr begrenzt, aber an so bestimmten Punkten konnte man eben welche nachproduzieren, also nachspawnen lassen, beziehungsweise die haben sich eben her teleportiert. Ja. Und das hier, liebe Leute, das hier ist Doreen. Entschuldigung, dass ich wieder vom Thema wechsle, aber hier Doreen, Doreen hat hier diese diese Kindertagesstätte, in der sie arbeiten müssen, und der einen Tusse da aus Cambria oder, nee, nicht Cambria, aus Grum passt das halt nicht, und weil es halt ihre Kinder sind, ja, verständlich, und wir sollen Doreen hier zur Strecke bringen. Ja, und das Ganze wird einfach Grunty erledigen, ja, weil der schon da steht, und ja, mal anquatschen.
Ja, scheiße, ja. Kill her. Gut. Ja, dann lass mich die anreden. Los. So machen wir. Damn you, yo. lauf, 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 lauf. Scheiße, sie hat den erwischt. Fuck. Scheiß drauf. So. Ja, und jetzt warten, bis sie rauskommt. Und. Gut, okay. Let's show them what I can. Gute Nacht. Gut, das war's. Na, eine Quest weniger. Okay, ja, um jetzt noch kurz was zu Warhammer zu sagen. Der Endboss, also beziehungsweise Story von Retribution, also das heißt die Vergeltung übersetzt, ne? Sie war auch so richtig packend und das Ende war zwar traurig irgendwo. Also ein bisschen, also so, naja, traurig, es war ein bisschen scheiße. Also nicht von nicht schlecht scheiße, sondern vom Emotionalen her gesehen scheiße, weil, ja, ich will nicht spoilern, halt einer der coolen über Chiefs umgefallen ist, weil der über Dämon den halt gekillt hat. Ja, also mal gucken, ob ich da was draus mache. Ich habe jetzt hier nicht so viel über Jack the Lions gequatscht, aber ja, war ja eher alles selbsterklärend im Prinzip. War ja keine große Aufgabe für uns. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Zu Warhammer könnt ihr mir irgendeinen Kommentar oder so da lassen oder ein PN schreiben. Bis dahin, also bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, weil es ist 23 Uhr bei mir gerade. Und ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.